Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ja, was ist das gute Spiel? Ihr seht es vielleicht schon, es ist Star Stable Online, das Online-Pferdespiel, yay! Ja, wie kommst du zu der Geschichte? Also vor ein, zwei Monaten habe ich mir aus Lust an der Freude einen Account erstellt, als ich mit der Jaria telefoniert habe. Und ja, ich dachte mir, warum machst du daraus jetzt hier so ein kleines, trashiges LP? Ich habe keine Ahnung, wie lange das gehen wird, also über wie viele Folgen es sich erstreckt. Ich denke mal, es wären so 10 bis 15 Minuten Parts, also würde ich jetzt mal so schätzen. Und ja, jetzt sind wir erstmal hier in der Charaktererstellung, beziehungsweise in, wie heißt das nicht, Charaktererstellung? Naja, ist eher so eine Charakterauswahl? Ja, so würde ich das ungefähr bezeichnen, weil man kann hier nur aus vorgefertigten Gegenständen, beziehungsweise, naja, halt Körperteilen entscheiden. So, was haben wir denn hier für Haare? Ja gut, behalten wir gleich mal die langen Augen. Achso, okay, das ist die Farbe. Warum schreibt man da nicht Augenfarbe? Aber gut, okay. Rot, lila, wunderschön. Nee, da hätte ich doch wieder lieber die blauen, muss ich sagen. Nein, nicht so blau. So blau schon eher. Und Make-up. Oh, naja, ich bin ja da eher der natürliche Fan. Ich glaube, das passt mir ganz gut. So, yay. Und wir haben auch die Auswahl aus vorgefertigten Namen. Es ist ja ein Traum. Haben wir hier eine Ina? Jana, Isabella, Ivy, Isla, Isabel, Iris, Irene, Ines, Ida. Toll, keine Ina, dann nehmen wir einfach Ida. So, Nachname. Ach je, Apple, Bee, Big, Bird, Storn, Wilk. Das ist ja voll viel, ey. Also, die Auswahl ist ja schon groß, ne? Aber, Hilfe. Ach, nehmen wir jetzt einfach mal hier West. Oh, und auch eine Endung gibt's auch noch. Okay. Greenhall, Hill, Home, Lake, Land, Lord, Lund, Nest, Night, Sir, Lee, Tree, oh Gott. Was es da nicht alles gibt, ey. Wahnsinn. Lake, Land, Lord, Lund, Mountain. Hart. West Hart. Leider wird dieser Name bereits von jemand anderem genutzt. Oh, leck mir doch die Popperze, weißt du? Was soll das? Nein, haben wir auch nicht. Ich meine, wie soll man sich hier was aussuchen, wenn es alles schon benutzt ist? Was ist denn das? Yellow, nein, haben wir auch nicht. Ja, das ist richtig schön, wenn man sich hier wirklich ausgiebig einen Namen aussucht. Ich glaube, wenn ich hier irgendwas mit Hart nehme, dann werde ich hier nie etwas finden. Es sei denn, ich nehme jetzt wirklich den Kack hier Old Hart. Nein, das ist auch zu toll. Papa Herz, auch nicht. Opal. Warum wird dieser Name hier von jedem genutzt? Das ist nicht normal, meine lieben Kinder. Ja, das war auch zu einfach. Ja, ich entschuldige mich, dass die Charakterstellung hier so 3 Jahre dauern wird. Weil das alles hier 3-mal vergeben ist. Das ist aber schön. So. Man, nehmen wir was anderes außer Herz. Manu, ich wollte was mit Herz nehmen. Ja, scheiße drauf, Alter. Ich will was mit Herz. Gott, warum wird hier jeder Kackname schon 3-mal gebraucht? Was mit Biene, was mit Big? Dann biete ich den Namen doch erst gar nicht an, weißt du? Was ist das? Hm. Okay, gut. Dann hätte ich gerne West. Und was haben wir hier noch? Mann, warum wird hier jeder Kack benutzt? Verstehe ich nicht, ey. Wie willst du dir hier einen Namen aussuchen, wenn da steht, jedes Mal steht, leider wird dieser Name bereits von jemand anderem benutzt. Was? Warum? So. Versuchen wir es mal mit Winter. Keiner mag den Winter. Und trotzdem werden wir hier niemals einen Namen finden.
Genau, ich kann ganz Haus Hill heißen. Was ist das für ein Dreck? So, was haben wir noch? Mandy Bluestone. Alles klar. Hä? Aber es wird... Alle drei Namen? Klar. Agrippa Pinehead. Alter, allein das ist es schon voll wert. Was ist das? Chantal Young Valley. Ich wollte schon immer Chantal heißen. Das ist mein allergrößter Traum. Tut mir leid an alle Chantals da draußen. Oder Cecilia. Natürlich. Cecilia Young Valley ist auch vergeben. Water Valley auch. Ja, Winter Valley genauso. Oh. Ja. Nee, ist natürlich auch vergeben. Ich würde ja schon gern Ida heißen, ne? Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich bestehe da irgendwie drauf, ne? Will ich ja mal gesagt haben. Weil das ist ja mal fast mein Name ist, ne? Abgesehen von dem D da. Ach man, was klingt denn sonst hier noch so richtig kacke? Hier, Kurz. Keiner will Kurz sein. Nee. Ida Shortson. Oh, ey, ich könnte mich hier stundenlang aufhalten. Das tut mir echt leid, ne? Short Tree. Shortwood. Ich sag doch, keiner will Kurz sein. Das war so wichtig. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, mir gefällt tatsächlich Short Tree. Oder? Das ist irgendwie süß. Ich nehme das jetzt einfach mal, bevor wir hier gar nichts haben und ewig... Ich sag nicht, das Pferd braucht noch einen Namen. Kacke. So ein Dreck. Oh, schöne Farben dürfen wir uns auswählen. Helles Pferdchen, dunkles Pferdchen. Ja. Ich glaube, ich hätte gern ein weißes Pferdchen. Oh, und die Mähne können wir auch noch extra bestimmen. Das ist cool. Ein bisschen zu weiß. Haben wir nicht irgendwie was Blondes? Okay, das ist mir zu blond. Irgendwie was Helleres Blondes? Ich weiß nicht. Sollen wir lieber das nehmen? Das passt vielleicht besser irgendwie. Könnte man sogar glatt dieses Schwarz-Braun hier lassen. Ich sehe gar keinen Farbunterschied richtig. Ja, lass mal das, weil das ein bisschen mehr braun ist. So, und natürlich dürfen wir unserem Pferdchen auch noch einen Namen geben. Yay! So, was haben wir denn hier? Ich guck mal gleich bei den Endungen. hier können wir nochmal was mit Hort probieren. Und, oh, Love können wir auch probieren. Oh, Love finde ich cool. Ich habe nur wieder vergessen, wie wir uns genannt haben. Kacke. Wie haben wir uns genannt? Short Tree, genau. So. Haben wir irgendwas mit Tree oder so? Oder auch nochmal was mit Short? Das wäre ja auch ganz cool. Hier haben wir nur Sour, Snow, Sky, Silver, Scarlet. Ja, so viel dazu. Ah, Summer Love. Immerhin sind hier keine Sachen mehr vorgegeben. Tiere dürfen doppelt benannt werden. Das ist doch gut. nee, Sommerliebe finde ich süß, oder? Ist das nicht süß? Das ist süß. Haben wir auch Spring oder so? Das finde ich auch ganz cool. Yay! Spring Love. Ah. Ich glaube, das werde ich mir niemals merken. Wartet mal, ich schreibe mir das mal auf. Jetzt ist mein Stift runtergefallen. Ich habe heute ein Talent. Ich sag euch das, vor allem bei mir ist es gerade, glaube ich, 1 Uhr morgens oder so. Ich habe gerade ein bisschen Spaß bei der Sache. So, ich schreibe mir das jetzt auf, damit ich ohne Videobeschreibung zusammenbastik. So, und... Gott, jetzt habe ich schon wieder unseren Namen vergessen. Wie heißen wir? Ida? Irgendwas mit Tree. Irgendein Baum. So. Haben wir. Nee, ist schick. Machen wir mal auf weiter. Ach hier, Short Tree, siehst du? Wissen wir wieder Bescheid. So, boah, die Musik ist ja auch gar nicht ätzend, ne? Das ist ein Traum.
Ah, du bist fast fertig damit, deinen Charakter und dein Pferd zu kreieren. Drücke auf Bestätigen, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Drücke Neu beginnen, um Änderungen vorzunehmen. Wichtig, du kannst keine Änderungen mehr an deinem Charakter oder deinem Pferd vornehmen, nachdem du Bestätigen gedrückt hast. Da hätte ich mir jetzt auch die Namen umsonst aufgeschrieben. Wäre letztendlich irgendwie blöd geworden. Wenn du in einer Gruppe bist, kannst du chatten, indem du den Gruppentab im Chatfenster benutzt. Nur Mitglieder von irgendwas. Verbinde zum Spielserver. Hallo Spielserver. Was geht? Oh, was passiert? Noch mehr Ladebildschirm. Geil. Oh, Sternenhimmel, hallo. Ich sehe den Sternenhimmel. Oh, Text. Eine Legende sagt, dass Jorik ein toter Felsen im kalten Meer war, bis ein Stern vom Himmel fiel und die Wasseroberfläche in Wallung brachte. Durch den Aufprall des Sterns entstand ein schwaches Leuchten, aus dem ein Mädchen auf einem Pferd hervortrat. Sie ritt behutsam über das Wasser und beruhigte die Oberfläche. In ihrer rechten Hand trug sie ein Licht. Das Mädchen ritt auf ihrem Pferd zur toten Insel und stellte das Licht in ihre Mitte. Sofort sprühte das pure Leben aus dem Fels und der einst so kalte und dunkle Ort wurde warm und hell. Jorik hatte immer eine spezielle Verbindung zu seinen Pferden und manche behaupten, dass sie die Seele der Insel sind. Du bist nach Jorik gekommen, um den Sommer in den Moorlandstellen zu verbringen, wo du dich um dein eigenes Pferd kümmern wirst. Nach dem Sommer hast du große Hoffnung darauf, an Joriks Hippologischen Institut angenommen zu werden, was bedeuten würde, dass du auf der Insel bleiben könntest und dein Leben voll von Abenteuern und Pferden wäre. Die Legende besagt, dass in Zeiten der Verzweiflung und Dunkelheit ein weiteres Mädchen die Insel auf dem Rücken ihres Pferdes retten wird. Bist du dieses Mädchen? Ja, das ist die Frage, die wir uns jetzt hier stellen. Dramatische Musik und wir kommen auf einen Hof. Der sieht aber ganz hübsch aus eigentlich. Auch wenn er da gerade so ein bisschen eingerüstet? Ach, keine Ahnung. Ist auch völlig Wumpe. Wow, da sind wir in unserer ganzen Pracht. Sind wir nicht toll? Ich finde, wir sind super. Yeah. Wir sind voll toll. Start! Wuhu! Ah, da schaffen wir es auch endlich mal zu starten. Benutze die Pfeiltasten oder A, S, W und D, um dich zu bewegen. Klarling! So, du kannst mit Leuten, die ein I über ihren Kopf haben, sprechen. Gehe einfach zu ihnen und drücke auf die linke Maustaste, um mit ihnen zu sprechen. So. Hallo, du musst Ida sein. Ich bin Justin, schön dich kennenzulernen und willkommen in den Moorlandstellen. Mein Vater und ich leiten diese Stelle. Sind sie nicht fantastisch? Gerade ist alles etwas hektisch. Herr Campbell, der böse Chef des GED-Unternehmens, macht alles, um uns hier zu vertreiben, damit er Luxuswohnungen bauen kann. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was wir machen können, um ihn aufzuhalten. Aber er ist schlüpfriger als ein Aal. Aber vergiss das, du bist neu hier und ich will dir nicht deinen Sommer verderben. Da drüben ist Da drüben ist Springler, welches diesen Sommer dein Pferd sein wird. Warum reitet ihr nicht mal kurz aus, um euch ein bisschen besser kennenzulernen? Geh und sprich mit May, vor dem Stall im Garten, wenn du fertig bist. Ich glaube, sie weiß, wo Jenna das Stallmädchen ist. Okay, können wir jetzt wieder gehen? Nimmst du diesen Auftrag an? Ein neuer Freund. Ziel, bringe dein Pferd zum Stall. Belohnung, Jorvik-Schillinge. Und irgendwelche XPs, alles klar. Ruf mit die Moorlandstelle, okay. Ja, nehmen wir dann wohl an. Um dein Pferd zu besteigen, musst du zu ihm gehen und auf den Stall klicken. Okay, dann machen wir das mal. Boah, die Steuerung ist extrem empfindlich, wenn man die Pfeiltasten dazu nimmt. Wo der Pfeil nach oben... Was? Wo der Pfeil nach oben beschleunigen S oder Pfeil nach unten verlangsamen... A und D steuern nach links und rechts. Die Geschwindigkeit kann ebenfalls mit dem Mausrad angepasst werden. Um nach rechts oder links zu steuern, kannst du ebenfalls die Maus bewegen, während du die rechte Maustaste gedrückt hältst. Drücke X, um anzuhalten. Gott, ey, wie lange soll ich mir das merken? Und wo müssen wir eigentlich hin? Klicke hier, um das Hilfemenü zu öffnen. Moment, wie war X? Hier kannst du lesen, wie alles im Spiel funktioniert. Dann machen wir das nochmal. Wow!
Vibrations. Zu Fuß unterwegs mit Leuten sprechen. Okay, also falls wir eine Frage haben, können wir hier drauf zugreifen. Das ist schon mal gut. Ach, wir müssen ja hier zu Olle May hin. Wie war absteigen nochmal? Ich hab's voll vergessen. Hallo, ich bin Mary. Schön, dich kennenzulernen, Ida. Wusstest du, dass ich die Moorlandstelle zum ersten Mal vor 5 Jahren besucht habe und seitdem jeden Sommer hergekommen bin? Es ist der beste Ort, um seine Ferien zu verbringen. Im Moment arbeite ich ein wenig im Stall, um mir ein paar extra Jorik-Tillinge dazu zu verdienen. Komm später wieder und dann habe ich ein bisschen Arbeit für dich, wenn du willst. Oh, noch eine Sache. Du kannst immer zum Stall zurückkehren, wenn du dich verirrst. Rufe einfach an und jemand wird dich abholen. Und ehe du dich versiehst, bist du wieder hier. Ja, das ist ganz toll. Ein neuer Freund abgeschlossen. Boah, wir sind so cool. Glückwunsch, du fängst an, dir einen Ruf beim Moorlandstall aufzubauen. Ich bin begeistert. Ich glaube, es gibt hier im Moment nichts für dich zu sehen. Du solltest mit Jenna sprechen, dem Stallmädchen, um ein bisschen mehr darüber erfahren. Was? Um ein bisschen mehr darüber... Ach, da sind zu erfahren, wie die Dinge hier im Moorlandstellen ablaufen. Wende dich einfach Richtung Süden und du wirst sie sehen. Richtung Süden. Ach so, da ist so ein toller Kompass. Also nach links. Sag doch nach links. Sprich dem Stallmädchen. Ja, das machen wir doch glatt mal. So, passen wir uns jetzt unserem tollen Pferdchen hier auch noch an, oder? So, ich finde die Sicht hier sehr eingeschränkt. Oh, vor allem die Steuerung funktioniert genau umgekehrt. Also immer aus der Sicht des Pferdes. Ist ja wie bei GTA hier. okay, da hinten das mit dem grünen Pfeil, ist das das, was wir brauchen? So, hallo du. So, hallo Ida. Gut, sie ruft auch schon. Gehen wir mal ein Stück näher. So, wir können auch von hier quatschen. Hallo Ida, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Yay. So, sprich mit dem Stallmädchen. Wow, Alter, ich werde hier noch vollkommen überfordert. Aber wie die Überforderung hier weitergeht, sehen wir einfach in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, es macht euch bis jetzt Spaß zuzusehen. Also ich finde es bis jetzt ganz lustig, muss ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder. Die Folge kam ja nun ausnahmsweise mal am Mittwoch, da ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Was man vielleicht an der Uhrzeit merkt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum Wochenende und ciao.